Was war das? Ich kann nichts sehen. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Elsie und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein. Ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst, ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Hier geht was auf. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharina Sforza baden und ich schwimme im Klo. Den hier habe ich! Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber! Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Puh, ich stink. Du übertreibst.
Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Bereit? Alles klar. Okay, lass los. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Hasso! Gott, rette mich! Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Bereit. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber. Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Hab's. Dankeschön, Desmond. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Du bist dran. Und ab geht's. Danke. Wir sind ein gutes Team. Okay. Komm, Desmond. Gehen wir. Ich sehe den Altarraum. Thank you.
wirkt so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Hier ist irgendwas. Kannst du den verdammten Bücherschrank... Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419... 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss.
Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Was machen wir jetzt mit Abstergo? Aussitzen. Sobald wir den Apfel finden, kontaktiere ich die Teams im restlichen Europa. Aber was Italien angeht, sind wir allein. Ein bisschen Hilfe von oben wäre auch nicht verkehrt. Unsere Top-Assassinen sammeln Infos über den Satellitenstart der Templer. Wir haben mögliche Startrampen in den USA, China und Russland gefunden. Aber noch keine heiße Spur. Was machen die anderen Teams? Abstergos Suche nach Edensplittern stören. Soweit ich weiß, hat Abstergo keine Ahnung von den Tempeln und Ezios Apfel. Wir liegen endlich mal vorne. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421. Hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421... 1421... Ja, das schlag ich nochmal nach. Und? Wie gefällt dir Monteriggioni? Das ist nicht Monteriggioni. Monteriggioni ist eine Stadt der Renaissance. Frag mich, was ich von der Stadt im Jahr 1554 halte, dann antworte ich. Dachte, du magst es auch heute. Hat sich nicht groß verändert. Genau. Geschichte ist Veränderung. Leben ist Veränderung. Wenn sich etwas nicht ändert, ist es tot. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich hab zu tun. Du bist konzentriert. Ich habe gerade die Systeme des Babys gepatcht. Es wird immer besser. Kann Desmond dieses Mal auch Erinnerungen nacherleben? Na lass dich drauf, er wird. Immer schon ein Hacker? Nee, mehr so Sportlerin. Aber ich habe mich verletzt und fing mit den Computern an. Wer hätte gedacht, dass Programmieren genauso spannend ist, wie sich ein Brett anzuschnallen und aus einem Heli zu springen? Nur zur Info, du solltest vielleicht mal deine Nebennieren checken. Weißt du? Weil das ist einfach nicht normal. Wir reden später. Vielleicht im Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Auf die Luft ziehen! Oder auf!
Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin. Nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch. Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. Desmond, ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Kalmate, wie. Der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si, Messere. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleo? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Ich muss einen Arzt finden. Mein Arm. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich kann kleine Amputationen vor Ort durchführen. Ich bin meistens hier, falls ihr noch Hilfe braucht. In eurem Alter, Imbecile. Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren hier. Ach, mein Rücken. Hey,
ist ein Bauer, widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Mehr, mehr, mehr. Sie wollen mehr Arbeit für weniger Lohn und am Zahltag verkaufen. Letzte Nacht sind wir im Traumschaf erschienen. Kleine Männer, um genau zu sein. Sie waren mit Rosmarie. Wer dieser Pflicht nicht nachkommen kann, muss einen Erlass bei der apostolischen Kammer beantragen oder die öffentliche Anprangerung erdulden. Beachtet, dass die Ablässe für die Sünde des Ehebruchs nur verdreifacht wurden, da die Kardinäle daran sich selbst die geringen Kosten würden zu solcherlei Aktivitäten ermutigen. Ich hatte nicht schon genug in die Ohren. Che spicciolo per mangiare. Der Padre kann diese Woche oder noch länger seine Runde. Der Stadtrat bittet alle Anwohner, sich zu vergewissern, dass... Das ist mir so peinlich, diese Beifahrer. Wir erinnern alle Beifahrer daran, des Nachts die Brücken und Tavernen nahe den Riona Ripa und Trastevere zu meiden. Die Guardia tut alles Menschenmögliche, kann aber nicht für eure Sicherheit garantieren. Sie war eine Schönheit. War sie? Ist dieses Schwein... Sie schändete! Ach, hätte er sie doch umgebracht! Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht! Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig! Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Die Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice.